Prinz Harry, bei Archies Geburt er Meghans Lachgas. Prinz Harry, 38, erzählt in seinen Memoiren Sparen nicht nur von Tochter Lilibets Geburt am 4. Juni 2021, an der er maßgeblich beteiligt war, er gibt auch Details zu Sohn Archies Entbindung preis. So berichtet Harry in seinem Buch davon, dass er bei Archies Geburt am 6. Mai 2029 im Londoner Portland Hospital Hähnchen gegessen hat und durch Lachgas berauscht gewesen war. Er beschreibt laut Daily Mail, wie Herzogin Meghan, 41, während den Wehen auf einem riesigen lila Ball hüpfte. Dann in die Badewanne stieg und Musik hörte. Harry beleuchtete währenddessen den Raum mit elektrischen Kerzen und stellte im Kreissaal ein Foto seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana auf einen Tisch. Um seine Nerven zu beruhigen, habe er dann Lachgas, also das Stickstoffmonoxid, zu sich genommen, das eigentlich für Meghan bestimmt war. Meg war so ruhig. Ich war auch ruhig, aber ich sah zwei Möglichkeiten, meine Ruhe noch zu verbessern. Erstens, Nandos Hähnchen, von unseren Leibwächtern gebracht. Zweitens, ein Kanister mit Lachgas neben Megs Bett. Ich nahm mehrere langsame, durchdringende Stöße Meg, die auf einem riesigen lila Ball hüpfte. Eine bewährte Art, der Natur einen Schubs zu geben, lachte und rollte mit den Augen. Ich nahm mehrere Stöße und jetzt hüpfte ich auch. Anführungszeichen. Blöd nur, dass anschließend eine Krankenschwester kam und Meghan Lachgas gegen die Schmerzen verabreichen wollte. Aber dies schon aufgebraucht war. Ich konnte sehen, wie der Gedanke langsam dämmerte. Wie nett, der Ehemann hat alles verbraucht. Tut mir leid, sagte ich kleinlaut. Anführungszeichen. Die scheinbar lustige Stimmung änderte sich aber rapide, als Ärzte den Kreissaal betraten und beschlossen, seiner Frau eine PDR zu geben. Der Anästhesist eilte herein. Die Musik ging aus. Das Licht ging an. Wow. Die Atmosphäre änderte sich. Letztendlich ging alles gut aus und Archie kam gesund zur Welt. Bei der Geburt von Lily war Harry dann scheinbar schon etwas routinierter. Diesmal habe ich das Lachgas nicht angerührt, weil es keins gab. Anführungszeichen. Verwendete Quellen: Daily Mail, Co.uk, Hello Magazine.com.